willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Hallihallo. Klingelingeling, klingelingeling, ihr Telefon klingelt. Was ist denn jetzt los? Ruft ihr Jürgen an oder was? Holger Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Ah, ist aber eine Verarsche hier. Ja, ich weiß. Oh. Ist halt April. So, was los? Kreditrückzahlung. Ja. Bei dir wären es 6.500. Habe ich das nicht letzte Woche schon gemacht? Im Voraus? Nee, glaub nicht, oder? Ja, aber doch, passt. Doch, hatten sie gemacht, aber, hattest du gemacht, aber dann haben sie umso schneller nichts mehr. Nee, ich überweis gleich. Wie viel waren es? 6.500, genau. Gut, gut. Dankeschön. Was? Sie kriegen auch noch Geld wegen dem anderen da. Wegen den anderen da? Ja, wegen dem Ansehen. Haben Sie mir da den Preis nochmal gerade? Moment. Was mit 5.000 irgendwas? Leon. Ja. Wie war nochmal der Preis? Alter, wenn der für, Chef keine Ahnung hat. Für den Volker? Machen wir es mal. Leon! Was ist? Muss rechnen. Neumann, hast du deine Mitarbeiter nicht im Griff? Anscheinend ja nicht. Eieiei. Dann sag's mir nachher nochmal. Ja, ich ruf nachher zurück. Jo, ciao. Ciao. Deichsel erwischt. So. Der Anhänger fühlt sich schon mal gut. Ich werde natürlich nachher wieder den Jürgen anrufen, dass der mir den Transport begleitet. Nicht, dass mir der Richter da plötzlich vor der Nase steht. Ja, das kann passieren. Ne? Ja, eben deshalb. Müsste Jürgen wieder herkommen und mir Begleitschutz geben. So, wir machen hier gerade einfach ein bisschen Holz auf Vorrat fürs Sägewerk unten, damit wir da dann relativ flott auch weiter produzieren können und wir schlachten einfach sozusagen ein bisschen das Forstgebiet hier aus, damit wir hier so viel Geld wie möglich rauskriegen und den Rest dann verscherbeln wir dann wieder. Die Woche ist übrigens 1. Mai, Albert. Was? Ja, da ist eine, da haben wir ein Treffen im Anzeiger, da stand ein Treffen im Anzeiger, da muss man nachher auch noch hin. Nee. Vielleicht gibt es da ein bisschen Bier oder so, mal endlich ein bisschen feiern. Das muss auch mal sein, ne? Wenn man hat arbeitet, da darf man feiern, ne? Auf jeden Fall. Und wir arbeiten auf jeden Fall, richtig. So, die Polizei muss dann alles bezahlen, ne? Ja, klar. Ich darf nur Tee trinken, denn. Tee?
Lass mal den Geschmack weg, die können Wasser trinken. So. Ja, der Anhänger sieht auch schon gut aus. Also 12 Bäume ungefähr passen schon drauf, ne? Oh, kommt drauf an. Von den großen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Das ist nutzlos. Nicht oder wie? Ah. Aha. So, gut. Dann schnippeln wir den hier ab. Ups. Ja, komm da her. Ziemlich effizient, was wir da machen gerade eigentlich. Von der Zeiteffizienz her. Kommen gut voran. Wird schon anständig was ausspringen, ne? Ja. Anhänger fühlt sich gut. Guck mal als nächstes, dass du wieder hier unten anfängst und wieder eine Reihe hochfällst. Oh, den Mulcher haben wir auch noch da, den können wir dann auch wieder verkaufen, gibt auch noch ein paar Kröten. Wie weit geht denn der Wald ran? Hier bis zum Rasen? Nee, nicht ganz so weit. Muss mal gucken auf den Boden, da hast du so... Da kannst du das ein bisschen dran sehen. Aber das stimmt leider auch nicht ganz genau, haben wir festgestellt. Oh, Achtung, ich komme mit dem Stamm. Nicht, dass ich aus Versehen deinen Kopf mitnehme. Vielleicht wenigstens wach. Ja, aber dann fällt's ja als Arbeitskraft raus. Geht so an, ey. Nein! Ah. Das ist immer doof. Ich bin mal gespannt, wann der Jürgen anruft wegen der Holzkohle. Wenn nicht, müsste der doch schon oben sein.
So, den hier gleich noch. Bisschen Zeit sparen. Warte, ey. Und ich fällt ja nicht in meine Richtung. Baum fett. Also was gut ist, unser... Warum fährt denn der jetzt nicht rückwärts? Unser Palettenwerk ist komplett voll, vorproduziert. Unser Bretterpalettenwerk ist auch total voll. Also da haben wir gute Vorarbeit geleistet. Ah, no, ne? Das ist fast, ne? Jo. Stadt muss noch kommen wegen Wasser, ne? Damit die Tiere genug zu laufen haben. Ja, die Stadt hat vorhin schon Wasser bestellt, Holzkohle bestellt. Die erste Lieferung ist jetzt raus. Deshalb, ich hoffe, dass der Jürgen gleich mal anruft, dann kann ich das Geld einfordern von der Gemeinde. Warte mal, ich rufe mal den Jürgen gerade an. Hallo? Jürgen? Ja? Bist du oben bei dem Typi? Nee, wir sind auf dem Weg hoch. Ich bin gerade bei Mehmet. Wann denn wir? Julian fährt und ich fahre mit dem Auto. Achso. Okay. Trödel mal nicht so viel, Zeit ist Geld. Ja, nee, Julian ist schon am Fahren. Ich habe nur kurz angehalten hier. Ah, du bringst dir einen Döner und der Mitarbeiter lässt dir... Nee, ich hole dem einen mit. Ah, okay. Jo, gut, dann mach mal. Weil nicht, dass der hat mir immer noch kein Geld überwiesen. Weiß nicht, worauf der wartet. Also, die haben Diensthandys bekommen, neue, ne? Was? Die haben neue Diensthandys bekommen. Weißt du, was das für Klingeltöne sind? Ja, schrecklich. Und dann fragt er mich, sind sie schon oben? Ich so, sag mal, habe ich Propeller auf dem Kopf oder was? Ja, könnte ja sein, ne? Ja, der denkt auch, ich hätte einen Hubschrauber zu verleihen. Ich brauche nämlich wieder ein Begleitfahrzeug. Ja. Vom Waldstück wieder zum Sägewerk. Weißt du, oder warte mal, wenn der gerade oben ist, dann habe ich vielleicht Glück, dann kann der mich nicht anhalten. Auf, fahr mal. Ja, und du sagst dem Richter Bescheid, ne? Nee, alles guck gut. Mal da, da ich fährt gleich einer. Nee, ich halte den oben. Ich halte okay. Den extra oben, Volker. Gut, bis dann mal. Juhu. Ciao. So. Wie soll der denn oben halten, wenn ich ein Beleitfahrzeug brauche, Mensch? Ach, nochmal, hallo? Ja, Jürgen, wie machen wir das? Du hältst ihn oben, dabei brauche ich dich als Begleitfahrer. Blöde Idee, ne? Also kann auch der Richter, kann ja auch dein Julian, kann ja auch hier. Genau, Julian hält den hin, ich fahr kurz weg. Hm. Wo fährt der denn jetzt? Ich fahr kurz weg und dann kannst du sagen, dass ich dein Begleitwagen war. Ach so, ja klar, du hältst ihn ja nur hin. Halt ihn hin, dann kommt er nicht runter zu dir. Dann kannst du schön fahren. Ich denk mal eh nicht, dass du. Wie lang sind die Stämme, die du da hast? Also 3 Meter Überlänge haben sie schon. Ja, 2,50. Hast du eine Warnweste hinten? Hängt die, kloppt die mit dem Nagel oder irgendwas oder mit dem Seil hinten festbinden, dann ist das fast halt so oder so. Ah, okay. Hättest du mir das vorher schon mal gesagt. Passt dann.
Okay, mach ich. Jo. Gut, danke. Tschüss. Ciao. So, viel kriegen wir hier nicht mehr drauf. Albert, warte mal. Zwei, da hinten habe ich noch zwei. Ja, zwei Bäume kannst du noch fällen. So, hier die zwei und ja, dann noch zwei. Noch mal zwei. Da hinten liegen ja auch noch welche, ne? Ja, den habe ich gesehen. Feld, ne? Ja, Richtung passt. Dann nehmen wir den, den ich finde, daher. Ah, perfekt geladen hier. Ja, komplett. Ja! Oh, das war ganz schön knapp hier. Fast hat sie mich hier abgewürgt. Ganz lange, ne? Jo. Gut, liebe Leute. Also, morgen fahren wir dann hier mit dem Gespann mal wieder runter zum Sägewerk. Und dann können wir dem Jürgen Bescheid geben, dass er das Waldstück hier wieder ins Internet setzt. Dann passt es nämlich. Da haben wir zum einen ein bisschen Kapital. 80.000 haben wir dann wieder. Müssen wir mal gucken, was wir dafür noch kaufen, was wir brauchen. Und ja, also bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.